Freundinnen und Freunde der Astrologie, die Finsternissaison ist vorbei und der Mai eröffnet uns neue Horizonte. Das astrologische Großereignis des Monats ist der Eintritt von Glücksplanet Jupiter ins Zeichen Zwillinge. Das wird uns einen mächtigen Anschub Richtung Luftepoche geben und neue Perspektiven schenken. Freut euch außerdem auf prickelnde Frühlingsgefühle und spannende Finanzchancen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja schön und gut, aber was genau heißt das für mein persönliches Leben? Dann ist das Monatshoroskop im Mai genau richtig für euch, denn hier erfahrt ihr, wie die Konstellationen für alle Sternzeichen und Aszendenten wirken. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast zu den Tendenzen im Mai 2024. Und diesmal drehen wir im Sternenstudio in Miami. Ich hoffe, ihr habt den April mit der Sonnenfinsternis gut überstanden. Das war ja ziemlich heftig. Also die Sonnenfinsternis selbst durfte ich live miterleben und fand es wunderschön. Aber wie zu erwarten, hatten die Konstellationen mit dem rückläufigen Merkur und Heiler Chiron im persönlichen Leben vieler Menschen und auch in der Welt schwierige Konsequenzen. Schreibt mir doch gerne hier, wie es euch damit ergangen ist. Der Mai hält viele schöne Tendenzen für uns bereit, sowohl prickelnde Liebeschancen als auch spannende Finanzaspekte. Wir müssen nur zu Beginn des Monats aufpassen, dass wir nicht mit den Gefühlen anderer spielen. Da bildet der intensive Pluto einen sehr eifersüchtigen Aspekt zu Liebesgöttin Venus. Das ist übrigens auch ein Aspekt, unter dem man keine Schulden machen sollte. Also seid zu Beginn des Monats integer in euren Beziehungen und haltet euch mit Spontankäufen zurück. Gebt auch nicht übermäßig Geld aus, um jemanden zu beeindrucken. Im Gegenteil, jetzt zählen die inneren Werte. Tolle und prickelnde Finanzchancen haben wir dann in der zweiten Monatshälfte. Einen großen Energiewechsel erleben wir am 26. Mai, wenn Glücksbringer Jupiter in die Zwillinge wechselt. Das ist ein großer Aufbruch zu neuen Horizonten. Aus diesem Anlass freue ich mich ganz besonders, euch das neue große Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung. Dieses Horoskop habe ich gemeinsam mit meinem Mann Ray Merriman entwickelt. Das heißt, hier werden auch die finanziellen Aspekte ausgiebig behandelt, denn Ray ist ja Experte für Finanzastrologie. Das große neue Jupiter-Horoskop wird ab dem 23. Mai verfügbar sein, also rechtzeitig bevor Jupiter das Zeichen wechselt. Und bis zur Einführung könnt ihr es mit 20% Rabatt vorbestellen. Sichert euch jetzt dieses großartige neue Horoskop und Ray nimmt da wirklich kein Blatt vor den Mund. Ihr werdet überrascht sein, dass Jupiter nicht nur Glück und Expansion, sondern auch einige Herausforderungen mit sich bringen kann. Das ist wohl der offenste und schonungsloseste Report, den ihr dazu je gelesen habt. Das Credo ist: Sei ehrlich zu dir selbst. Das ist der erste Schritt, um großartige Dinge in dein Leben zu ziehen. Denn wenn man es mit Jupiter zu tun hat, gilt: Sei achtsam, was du dir wünschst. Es könnte wahr werden. Auch in diesem Monat gibt es wieder ein schönes Gewinnspiel, wo wir schon beim Wünschen sind. Und teilnehmen können alle meine treuen und neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Und zwar könnt ihr diesmal ein Pluto-Horoskop gewinnen. Der große Transformator macht ja auch gerade wieder von sich reden, weil er rückläufig wird und deshalb besondere Power entwickelt. Das Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre und ihr erfahrt, welche Bereiche eures Lebens hier langfristig transformiert werden. Wenn ihr gewinnen wollt, abonniert bitte meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und aktiviert auch die Benachrichtigungen. Das lohnt sich sowieso, damit ihr kein Video und keinen Livestream mehr verpasst. Und schreibt mir hier einen netten und konstruktiven Kommentar über eure Erlebnisse mit den Sternen. Im April hatten wir ein individuelles Geburtshoroskop verlost und hier ist meine glückliche Gewinnerin, Olga Obermann. Herzlichen Glückwunsch, liebe Olga. Bitte sende uns eine E-Mail an die hier eingeblendete Adresse, damit wir dir deinen Gewinn zusenden können. Und jetzt wollen wir uns einen kosmischen Überblick verschaffen, was im Mai so alles los ist, bevor ich mit euch in den Sternzeichenteil einsteige. Der Monat beginnt mit einem starken Einfluss des mysteriösen Plutos. Der wird nämlich am 2. Mai rückläufig und wirkt deshalb rund um den Monatswechsel besonders intensiv. Dabei bedrängt er die süße Venus im Stier und das kann zu Gefühlen der Eifersucht und sogar zu einem Beziehungsdrama führen,
wenn wir nicht achtsam und liebevoll miteinander umgehen. Kritisch ist hier die Zeit vom 29. April bis zum 4. Mai. Deshalb zeigt eurem Schatz, dass ihr fest zu ihm steht und verzichtet darauf, gleichzeitig auch noch anderen schöne Augen zu machen, auch wenn viel Flirtlust in der Luft liegt. Das gilt ganz besonders, wenn ihr oder euer Schatz im Horoskop wichtige Positionen auf 0 bis 3 Grad der fixen Zeichen habt, also Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann. Andererseits ist dieser Aspekt auch sehr erotisch und leidenschaftlich, deshalb solltet ihr intensive Gefühle lieber in diese Richtung lenken und genießen. Der gleiche Aspekt hat auch für die Singles unter euch spürbare Auswirkungen. So könntet ihr einen äußerst intensiven und prickelnden Flirt anfangen und von der Person geht eine ungeheure Faszination aus. Dennoch solltet ihr es erstmal ruhig angehen lassen und das wird gar nicht so leicht, denn die Gefühle können sehr stürmisch sein. Es liegt eine starke Sinnlichkeit in der Luft. Bevor man sich's versieht, landet man mit jemandem im Bett und es könnte zu Momenten der Eifersucht kommen. Und schneller als ihr denkt, seid ihr vielleicht in etwas verstrickt, was ihr so gar nicht wolltet. Seid besonders vorsichtig, wenn jemand Druck auf euch ausübt. Im Zweifelsfall hilft die 90-Tage-Regel, also 3 Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst oder gar jemanden den Haustürschlüssel anvertraut. Am 8. Mai haben wir den Neumond im sinnlichen Stier. Insgesamt 5 kosmische Kräfte befinden sich dann im Erdzeichen Stier und gleichzeitig Lilith in der Jungfrau. Das sind starke Kräfte, um uns mit Mutter Natur zu verbinden oder auch körperlichen Genüssen hinzugeben. Die Eifersuchtsdramen von Anfang Mai werden sich bis dahin gelegt haben. Im Gegenteil, dann erleben wir ein Gefühl von Stabilität und Freundschaft mit unseren Herzensmenschen, denn der verlässliche Saturn ist positiv eingebunden. Es ist auch ein guter Neumond, um sich nochmal darüber klar zu werden, was mit der Sonnenfinsternis im April neu begonnen hat. Besonders Erkenntnisse darüber, wo wir Heilung brauchen oder geben können, kommen nur noch mal ins Bewusstsein. Was hier wichtig ist, sollten wir mit vertrauten Menschen besprechen oder im Tagebuch notieren, denn solche Erkenntnisse können uns nachhaltig inspirieren. Mehr Anregungen zu eurem persönlichen Neumond erfahrt ihr gleich im Sternzeichenteil. Zum 13. Mai hin baut sich eine besondere Konstellation auf, die es nur einmal im Jahr gibt. Dann wird sich nämlich die Sonne, die Königin unseres Sonnensystems, mit dem hochenergetischen Uranus treffen. Das ist häufig eine Zeit großer Inspiration, aber auch Unruhe, weil sich Pläne ändern oder weil sich Dinge einfach ganz anders entwickeln als gedacht. Empfindliche Naturen spüren diese Energie auch in ihrem Nervensystem. Wundert euch also nicht, wenn ihr in diesen Tagen nicht so gut schlaft. Bevor ihr euch im Bett herumwälzt, steht lieber auf und notiert eure Ideen. Da können spannende Sachen dabei sein. Auch in der Liebe fängt es nun an zu knistern, denn Liebesgöttin Venus ist nicht weit. Sie trifft sich am 18. Mai mit Uranus. Das heißt, man kann sich ganz plötzlich verlieben. Allerdings ist der Ausgang ungewiss. Solche Flirts sollte man genießen und nicht gleich zu ernst nehmen. Auch könnten abrupte Liebesentscheidungen in bestehenden Beziehungen für Turbulenzen sorgen. Andererseits könnt ihr auch positive und äußerst prickelnde Liebesüberraschungen erleben oder selbst gestalten. Diese Konstellation wirkt besonders intensiv, wenn ihr selbst oder euer Schatz wichtige Positionen auf 18 bis 24 Grad der fixen Zeichen habt. Also Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Mein Rat für die Zeit vom 13. bis zum 20. Mai wäre deshalb: Unternehmt etwas Spannendes zusammen, aber trefft keine Entscheidungen mit langfristigen Konsequenzen. Singles können sich auch hier mit der 90-Tage-Regel gut vor Enttäuschungen schützen. Wenn die heiße neue Affäre nach 3 Monaten noch besteht, hat sie gute Chancen, sich zu einer nachhaltigen Beziehung zu entwickeln. Vom 14. bis zum 22. Mai ereignet sich eine seltene Verbindung von Powerplanet Mars mit Schicksalsanzeiger Mondknoten. Das weist auf Konkurrenzsituationen in Beziehungen oder auch Geschäftspartnerschaften hin. Wenn in eurer Beziehung etwas im Argen liegt, kann Mars tatsächlich auch trennend wirken. Das ist dann, als würde man mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, jetzt ist aber endgültig Schluss. Und je nachdem kann das sogar heilsam sein, wenn man sich vorher mit dieser Entscheidung schon lange herumgequält hat. Andererseits rate ich, sich nicht leichtsinnig aus einem Impuls oder Ärger heraus zu trennen. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, wartet lieber ab bis Ende des Monats oder sogar noch besser bis Mitte Juni, ehe ihr einen solchen Schritt geht.
Es kann gut sein, dass ihr dann rückblickend erkennt, was der Sinn des Ganzen war und froh seid, dass ihr euch doch zusammengerauft habt. Seid hier besonders achtsam, wenn ihr wichtige Horoskoppositionen in der dritten Dekade der Kardinalzeichen habt, also Widder, Krebs, Waage oder Steinbock. Ein kosmischer Faktor, der uns jetzt hilft, wertschätzend und realistisch zu denken, ist Merkur, der am 15. Mai nach über 2 Monaten im feurigen Widder in den bodenständigen Stier wechselt. Das wird unser Denken abkühlen und unsere Prioritäten mehr in Richtung des Machbaren und Praktischen ausrichten. Und der Stier Merkur hat auch die Finanzen im Blick. Viele Ideen und hitzige Handlungen unter dem Einfluss der Sonnenfinsternis im Widder werden nun nochmal neu überdacht, und zwar nach dem Motto: Ist es das wert? Wenn die Antwort ja lautet, finden wir nun praktische Wege, unsere Ideen umzusetzen. Wahrscheinlich muss auch mancher Konflikt, der entstanden war, nochmal neu bewertet werden. Mit Merkur im Stier werden wir uns darüber bewusst, wie viel uns das bedeutet, was wir haben, und wir überlegen uns gut, ob es sich lohnt, es leichtfertig aufs Spiel zu setzen. In der zweiten Maihälfte haben wir besondere Finanzchancen. Das liegt daran, dass sich Venus, Uranus und Jupiter treffen. Und das sind Symbole für kostbare Werte, Spekulationen, Überraschungen und Wohlstand. Die Konstellationen sind ideal, um Lotto zu spielen oder an Verlosungen teilzunehmen. Besonders günstig stehen die Geldaspekte für Stiere, Jungfrauen und Steinbockgeborene der dritten Dekade. Und die Aspekte sind auch förderlich, um ein unerwartetes gutes Schnäppchen zu machen oder einen lukrativen finanziellen Abschluss zu tätigen. Und wer sich mit Börsenspekulationen auskennt, dürfte begeistert sein über die Möglichkeiten, die sich hier auftun. Das ist allerdings nicht ganz ohne Risiko, deshalb spielt hier bitte nur mit, wenn ihr genau wisst, was ihr tut. Im Zweifelsfalle folgt dem Finanzbericht meines Mannes Ray Merriman, der ist Finanzastrologe und kennt sich aus. Er gibt wöchentlich einen kostenlosen Newsletter raus, der auch auf Deutsch erscheint, und das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die versammelte Planetenmannschaft im Stier bewegt sich nun unaufhaltsam weiter Richtung Zwillinge. Am 20. Mai um 14.59 Uhr wandert die Sonne dieses Jahr in die verspielten Zwillinge und die Zwillinge-Saison kann beginnen. Die Energie wird leichter und lockerer, viele Flirts liegen in der Luft und viele Partys werden gefeiert. Aber es ist noch viel mehr als das. Eine große Energiewende steht an, denn bald wechselt auch Jupiter ins Luftzeichen Zwillinge. Im zweiten Halbjahr 2024 werden wir deshalb insgesamt eine ganz neue kosmische Energie verspüren. Wir gehen dann einen großen Schritt weiter Richtung Luftepoche und sehen nun immer mehr positive Auswirkungen, zum Beispiel durch wirklich nützliche und hilfreiche neue Technologien oder auch neue günstige Allianzen, die weniger auf Konfrontation und mehr auf Austausch ausgerichtet sind. Aber zuvor haben wir noch einen wichtigen Vollmond und den schauen wir uns jetzt an. Der Vollmond am 23. Mai auf der Achse Zwillinge-Schütze verstärkt die positiven Finanzaspekte der zweiten Maihälfte. Deswegen eignet er sich gut, um eine Meditation zum Thema Fülle und Reichtum abzuhalten. Jupiter und Venus, das große und das kleine Glück, stehen nun in einer fabelhaften Verbindung, und zwar auch zu Transformator Pluto. Das bedeutet, hier kommen Geld, Glück und Macht und nicht zuletzt auch die Liebe günstig zusammen. Das heißt, man kann jetzt nicht nur persönlich, etwa durch Lotto spielen oder geschickte Finanzaktionen, zu Geld kommen, sondern man kann auch tolle Finanzpartnerschaften bilden oder sich in jemanden verlieben, der viel Geld hat. Und wenn ihr besonders sensibel seid, dann spürt doch mal in den Vollmond hinein, denn in ihm schwingt die Energie der Luftepoche und ihr könnt sozusagen einen Blick in die Zukunft erhaschen. Vielleicht auch im Traum. Deshalb haltet auch das Traumtagebuch bereit. Mehr zu den Vollmondkonstellationen für die einzelnen Sternzeichen und Aszendenten erfahrt ihr gleich im Sternzeichenteil. Mit dem Vollmond am 23. Mai wechselt Liebesgöttin Venus in die Zwillinge und verstärkt dann für die kommenden 3 Wochen die Energie von Liebe, Flirt und Spaß, die in der Luft liegt. Das ist eine schöne Zeit für süße Liebesbotschaften, Liebesgeflüster und auch für alle, die im Internet daten. Es fällt einfach leichter, neue Leute kennenzulernen, und unsere Neugier auf das Unbekannte ist geweckt. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht verzettelt und nicht zu viel Neues gleichzeitig anfängt. Und es ist auch eine gute Idee, sich um bestehende Freundschaften zu kümmern.
meldet euch doch mal wieder bei lieben Menschen, die schon länger nichts von euch gehört haben. Wir haben jetzt Lust auf Neuigkeiten aus dem Leben von Freunden und Bekannten und sind offen für alles. Am 26. Mai ist es soweit. Jupiter, Planet des Glücks und der Expansion, geht in die Zwillinge und erfüllt dieses lebenslustige Luftzeichen mit seiner Energie des Optimismus und der Großzügigkeit. Das schenkt uns neue geistige Perspektiven, ein großes Interesse für neue Wissensgebiete und mehr Toleranz durch Austausch mit fremden Kulturen. Soziale Medien und die neuen Technologien der Luftepoche werden einen wahren Boost erleben. Es ist einfach zu spannend und so fantastisch, welche Möglichkeiten sich auftun. Wir erhalten die Chance, uns von Ängsten und Beschränkungen zu befreien, die uns bisher davon abgehalten haben, uns wirklich auf die neue Zeit einzulassen. Worauf wir achten müssen, ist, dass wir uns nicht verzetteln und eine klare Linie einhalten. Das ist die Gefahr überhaupt in der Luftepoche und jetzt speziell mit Jupiter in den Zwillingen. Wir müssen innerlich gefestigt sein und wissen, was wir wollen und auch wissen, was unser Körper braucht, damit wir nicht davongewirbelt werden wie ein Blättchen im Wind. Aber Jupiter wird uns die Augen dafür öffnen, dass die Luftepoche nicht nur Chaos bringt, sondern auch unendliche Chancen beinhaltet. Mehr dazu, wie sich das auf euer Sternzeichen und euren Aszendenten auswirkt, erfahrt ihr gleich im Sternzeichenteil. Und wenn ihr ganz genau wissen wollt, was der Glücksplanet im kommenden Jahr für all eure persönlichen Planeten und sensitiven Punkte bereithält, dann könnt ihr ja ab sofort euren persönlichen Jupiter-Report bestellen. Gleichzeitig mit diesen hochfliegenden Aussichten bildet sich ein Aspekt zwischen Krieger Mars und Heiler Chiron, der uns schmerzlich daran erinnert, was seit Beginn der Luftepoche 2020 alles schiefgelaufen ist und wie viel Heilungsbedarf hier besteht. Wir alle sind nun in unserer persönlichen Kraft gefordert, über die eigenen Ego-Grenzen hinaus an dieser Heilung mitzuwirken. Auch dürfen wir lernen, eine heilsame Einstellung zu unserem eigenen Ego zu finden und eine gesunde Ich-Stärke zu entwickeln. In dem Bewusstsein, dass wir uns, unseren Nächsten und der Welt nur helfen können, wenn wir selbst stark genug dafür sind. Im täglichen Leben kann dieser Aspekt allerdings auch Konflikte anzeigen und wohl auch die Verletzungsgefahr erhöhen. Die kritischste Zeit ist hier zwischen dem 23. und dem 31. Mai und am stärksten spüren das alle, die wichtige Horoskoppositionen in Widder, Krebs, Waage und Steinbock haben. Hier hilft die 90-Sekunden-Regel, um in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und in der eigenen Mitte zu bleiben. Näheres dazu, wie der Mars-Chiron-Aspekt für euch persönlich wirkt, erfahrt ihr im Sternzeichenteil. Der letzte wichtige Aspekt des Monats ist eine Verbindung von Denkplanet Merkur mit dem innovativen Uranus am 31. Mai. Sie schenkt uns fantastische und gleichzeitig praktische Ideen und die können uns auch nachts noch wachhalten. Deshalb empfehle ich euch, in diesen Tagen nochmal das Traumtagebuch neben das Bett zu legen und auch tagsüber Notizblock oder Smartphone bereitzuhalten, um eure Einfälle zu notieren. Da könnte noch die eine oder andere bahnbrechende Idee dabei sein, wie wir ein Problem lösen können, das uns die letzten Tage oder Wochen Kopfzerbrechen bereitet hat. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Mai. Nun wünsche ich euch eine gute Zeit in diesem wieder mal spannenden Monat. Jetzt kommen die Sternzeichenhoroskope und ich empfehle euch, sowohl euer Sonnenzeichen als auch das Zeichen eures Aszendenten anzuschauen und hineinzuspüren, mit welchen Infos ihr in Resonanz steht. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir hier zu kommentieren, wie es euch mit den Konstellationen so ergeht, denn damit nehmt ihr auch am Gewinnspiel teil. Nun wünsche ich euch gute Erkenntnisse und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Wie ist es euch ergangen mit der Sonnenfinsternis? Haben sich viele Dinge in eurem Leben verändert? Seid ihr vielleicht frisch verliebt? Auf jeden Fall zeigen eure Sterne, dass ihr in einem aufregenden Erneuerungsprozess seid und vielleicht auch Heilung für ein schon länger bestehendes Problem finden könnt. Freut euch außerdem auf den neuen großen Jupiter-Transit, wenn der Glücksplanet für ein Jahr günstige Aspekte zu euch bildet. Und um ihn geht es auch in meinem neuesten Produkt, was ich euch gerne ans Herz legen möchte. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman.
In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode JUPITER20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats geht euch wahrscheinlich vieles durch den Kopf. Denker Merkur ist wieder direktläufig bei euch im Zeichen und aktiviert nochmal die Themen der Sonnenfinsternis. Falls ihr etwas in eurem Leben neu beginnen möchtet oder Entscheidungen getroffen habt, merkt ihr, wie jetzt das Tempo anzieht und die Dinge in Gang kommen. Zum Beispiel, indem ihr genau die richtigen Leute trefft, mit denen ihr jetzt wichtige Gespräche führen könnt. Außerdem ist Mars gerade in euer Zeichen gewechselt und so habt ihr diesen Monat extra viel Kraft und könnt gut die Initiative für neue Projekte ergreifen. Auch bei einem persönlichen Heilungsthema könnt ihr Fortschritte machen. Finanziell sieht es so aus, als würde unerwartet Geld hereinkommen oder ihr könntet ein Schnäppchen machen. Nur in den ersten Tagen des Monats ist noch finanzielle Zurückhaltung angesagt. Aber der Neumond am 8. Mai im Stier aktiviert eure Wertethemen und eignet sich sehr gut dafür, Reichtum und Fülle in euer Leben zu ziehen oder euer Selbstwertgefühl zu stärken. Am 15. Mai verlässt Denker Merkur nach mehr als 2 Monaten euer Zeichen und zieht weiter in den Stier, was eure Gedanken verstärkt auf eure Finanzen richtet. Passt aber auf, dass ihr euch in den Tagen danach und bis Pfingsten nicht wegen Geld streitet. Ihr könntet dazu neigen, einen finanziellen oder persönlichen Alleingang hinzulegen. Oder ihr seid euch plötzlich sicher, ihr müsst euch von bestimmten Leuten trennen und Dinge in Zukunft alleine regeln. Seid mit solchen Entscheidungen sehr vorsichtig, denn vom 15. bis 19. Mai können sich Situationen noch mal ganz überraschend ändern. Wartet noch ein bisschen ab, denn die Energie ändert sich bald. Ab Pfingstmontag, den 20. Mai, geht vieles wie von selbst in die richtige Richtung. Zuerst wandert die Sonne in das lässige Zeichen Zwillinge, mit dem sich die meisten Widder blendend verstehen. In den Tagen darauf erhaltet ihr einen richtigen kosmischen Powerschub. Vielleicht nehmt ihr euch was Persönliches oder Sportliches vor, was ihr gerne erreichen möchtet. Am 23. Mai haben wir dann den Vollmond im feurigen Schützen, der ganz prächtig für euch steht. Er ist wunderbar geeignet, um euch bei Freunden und netten Leuten zu melden. Und falls es ein Nachbarschaftsfest in diesen Tagen geben sollte, geht unbedingt hin. Mit dem Vollmond wechselt auch Liebesgöttin Venus in die Zwillinge und schenkt euch dann für 3 Wochen charmante Möglichkeiten zu flirten und süßes Liebesgeflüster auszutauschen. Wenn ihr fest liiert seid, nutzt doch die Phase, um euren Herzensmenschen mal wieder so richtig den Kopf zu verdrehen. Und am 26. Mai ist es dann soweit. Wohltäter Jupiter betritt die quirligen Zwillinge. Er bildet dann für 12 Monate einen Freundschaftsaspekt zu euch und ihr dürft euch auf gute und konstruktive Erlebnisse mit Menschen in eurem direkten Umfeld freuen. Falls ihr Geschwister habt, wird eure Bindung gefördert, beziehungsweise ihr erhaltet die Möglichkeit, Probleme der Vergangenheit miteinander zu überwinden. In den letzten Maitagen müsst ihr aber ganz doll auf euch selbst und eure Beziehungen Acht geben. Ihr seid dann besonders empfindlich und fühlt euch schnell angegriffen. Auch könntet ihr mit euren Worten oder eurer Vorgehensweise andere verletzen, auch wenn ihr das gar nicht wolltet und das nicht eure Absicht war. Bleibt achtsam und nutzt die 90-Sekunden-Regel, um euch in brenzligen Situationen zu beruhigen und zu deeskalieren. Konzentriert euch auf Liebe und Freundschaft und dabei hilft euch die charmante Venus. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr kraftvollen Stiergeborenen und Stieraszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Wonnemonat Mai Geburtstag habt. Euch erwarten positive kosmische Überraschungen, auch finanzieller Natur und intensive Frühlingsgefühle. Ihr Stiere habt ja von Natur aus ein Händchen fürs Geld. Freut euch deswegen auf Jupiters großen neuen Transit, wenn der Wohltäter euer Leben für ein Jahr besonders wertvoll macht und tolle Finanzchancen verspricht. Mehr über Jupiters wohltätige Wirkung erfahrt ihr auch in meinem neuesten Horoskopprodukt. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman.
In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode JUPITER20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Monat beginnt für euch mit viel Vitalität und einer verführerischen Ausstrahlung. Genießt schöne Momente in der Liebe. In den ersten Tagen des Monats liegt allerdings auch ein Hang zum Drama und Eifersucht in der Luft. Betont deswegen die Gemeinsamkeiten mit eurem Schatz und zeigt einander eure Zugehörigkeit. Die Singles können aufregende Flirts erleben, aber seid vorsichtig, wenn euch rund um den Monatswechsel jemand unter Druck setzen will. Nehmt euch Zeit, spannende neue Menschen erstmal kennenzulernen. Wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, steht ihr richtig unter Strom. Denn bevor Jupiter euer Zeichen verlässt, sendet er euch zusammen mit Uranus nochmal jede Menge prickelnder Impulse und Chancen. Deshalb zögert nicht, wenn sich gute Gelegenheiten ergeben, sondern nehmt mit, was ihr kriegen könnt. Am 8. Mai erlebt ihr einen wahren Superneumond in eurem Zeichen. 5 Planeten stehen dann im Stier. Das gibt enormen kosmischen Rückenwind. Nutzt diese tolle Konstellation, um über eure Wünsche und Vorhaben im neuen Lebensjahr zu meditieren. Dieser Neumond hat eine große Manifestationskraft und verspricht, dass ihr vieles von dem erreichen könnt, was ihr euch jetzt vornehmt. In den Tagen danach liegen positive Überraschungen in der Luft. Vielleicht könnt ihr einen Gewinn machen oder ein besonders gutes Schnäppchen oder es kommt unerwartet ein lukrativer Auftrag herein. Bis zum 19. Mai habt ihr nun besonders gute Sterne, um Gewinne zu machen, zum Beispiel beim Lotto oder bei einer Verlosung. Singles beginnen nun vielleicht eine ganz heiße neue Liebschaft und schweben auf Wolke 7. Aber lasst euch trotzdem Zeit, die Person näher kennenzulernen. Manche Liebelei bleibt ein Strohfeuer, aber spannend und romantisch wird's bestimmt. Der Mai bietet euch viele schöne Chancen, die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Ab dem 20. kommt langsam ein neuer kosmischer Wind auf, denn nach und nach ziehen die Planeten weiter in die lebhaften Zwillinge. Als erstes die Sonne, sie verlässt den Stier am 20. Mai um genau 14.59 Uhr, gefolgt von der Venus am 23. Mai. An diesem Tag haben wir dann auch den Vollmond im Schützen und der aktiviert den Wertebereich eures Horoskops. Wundert euch also nicht, wenn euch statt Vollmondromantik eher Zahlen und Fragen um euren Besitz im Kopf herumgehen oder vielleicht auch eure finanziellen Glaubenssätze und wie ihr euer Selbstwertgefühl stärken könntet. Dies ist nur der Auftakt einer wichtigen Phase, in der es häufig um Wertvolles in eurem Leben gehen wird. Denn am 26. Mai wechselt Wohltäter Jupiter in die Zwillinge und damit in euer kosmisches Geldhaus. Zuvor stand er ein Jahr günstig für euch im Stier und so seid ihr es vielleicht schon gewöhnt, dass viele Dinge gut für euch laufen und auch immer wieder Geld reinkommt. Dieser positive Trend wird sich für die nächsten 12 Monate fortsetzen und so könntet ihr zu Vollmond darüber meditieren, was Wertschätzung und Besitz für euch bedeuten. Vielleicht habt ihr auch spannende Finanzpläne, zum Beispiel für eine größere Anschaffung oder wegen eines neuen, besser bezahlten Jobs. Ärgert euch nicht, wenn ihr zu Vollmond nicht schlafen könnt, sondern macht Pläne und notiert eure Gedanken zu diesen aufregenden Themen. Die letzten Maitage könnte euch eine gewisse Unruhe überbekommen oder vielleicht Ängste vor der Zukunft. Möglich auch, dass euer Immunsystem schwächelt. Vielleicht müsst ihr euch einfach mal nach dem aufregenden Monat ausruhen. Im Juni bekommt ihr dann Besuch von Mars, dann geht's wieder mit voller Kraft voraus. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr vielseitigen Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Mai Geburtstag habt. Vor euch liegt nicht nur ein neuer Monat, sondern auch ein neues Lebensjahr, auf das ihr euch besonders freuen dürft. Glücksplanet Jupiter wechselt am 26. Mai in euer Zeichen und bringt euch nichts weniger als euer persönliches 12-Jahres-Hoch. Deshalb ist mein neues Jupiter-Horoskop wie für euch gemacht. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman.
In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode JUPITER20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der neue Monat beginnt für euch mit einer tiefgründigen Phase. Vielleicht habt ihr intensive Träume oder ein stärkeres Bedürfnis nach Rückzug. Neue Interessensgebiete und philosophische Ansätze faszinieren euch vielleicht schon länger und in der ersten Monatshälfte kann es gut sein, dass ihr euch öfter vom Alltag entkoppeln wollt, um euren Forschungen nachzugehen. Oder euch steht der Sinn nach einer Solo-Reise, um das vergangene Lebensjahr abzuschließen. Mit den vielen Feiertagen im Monat gibt es ja vielleicht eine Möglichkeit. Wenn ihr spirituell oder auch schamanisch arbeitet, dann wird der Neumond im naturverbundenen Stier am 8. Mai besonders intensiv. Hier wird euer Draht zum Universum aktiviert. In einer Meditation zum Neumond könnt ihr euch super mit eurer inneren Quelle und dem Kosmos verbinden. Vielleicht habt ihr sogar richtige Visionen. Genießt diese Phase und ladet eure Batterien gründlich auf, denn bald kommt wieder Bewegung in den Wonnemonat. Ab dem 13. Mai könntet ihr mehr Probleme mit dem Schlaf bekommen oder euch nervös und angespannt fühlen. Das Gute ist, ihr könnt in den nächsten Tagen super mit Meditation und Achtsamkeitsübungen arbeiten, um das auszugleichen. Ihr kennt das vielleicht schon, Revoluzzer Uranus steht in eurem Haus für Schlaf und Rückzug und der bekommt jetzt Besuch von einigen Planeten, was euch ein bisschen unruhig machen könnte. Der 18. Mai ist dann besonders aufgeladen. Bei euch könnte sich das vor allem im sozialen Umfeld zeigen. Achtet in der Zeit mal drauf, dass ihr bei Streitereien im Verein oder im Freundeskreis keine überstürzten Entscheidungen trefft. Zum Beispiel jemanden aus einem Impuls heraus die Freundschaft zu kündigen oder euren Verein zu verlassen. Pünktlich zu Pfingsten am 20. Mai um 14.59 Uhr wechselt die Sonne in euer Zeichen und die schönste Zeit des Jahres für alle Zwillinge beginnt. Der Stress, der sich die letzten Tage vielleicht aufgebaut hat, fällt dann direkt von euch ab. Am 23. Mai findet der Vollmond in eurem Partnerhaus Schütze statt und richtet den Fokus auf eure Beziehung. Für euch ergeben sich jetzt sicher viele schöne Momente mit eurem Schatz. Oder wenn ihr Single seid, habt ihr jetzt eine ganz heiße Phase für Flirts und Dates. Gemeinsam mit dem Vollmond wechselt nämlich auch Liebesgöttin Venus in euer Zeichen und schenkt euch für die nächsten Wochen eine großartige Ausstrahlung und viel Charisma. Wenn ihr wichtige Termine legen müsst, nehmt die letzte Maiwoche und auch privat kann man euch dann kaum einen Wunsch abschlagen. Am 26. Mai wechselt dann Glücksplanet Jupiter in euer Zeichen Zwillinge und wird euch ein Jahr lang mit seiner aufbauenden und optimistischen Energie unterstützen. Es wird ein Jahr des Wachstums und der Expansion für euch. Euer bisheriges Leben wird euch zu klein. Ihr braucht nun mehr Platz für eure Entfaltung. Ihr erlebt eine ganz neue Energiefrequenz und das werdet ihr in jedem Bereich eures Daseins merken. Vielleicht wart ihr in den letzten Monaten öfter niedergeschlagen oder hattet viel Ruhebedarf. Jetzt kommen Energie und Optimismus zurück. Nur auf euer Gewicht solltet ihr ein bisschen achten, wenn Jupiter direkt auf eurer Sonne oder eurem Aszendenten steht, denn der Glücksplanet vergrößert auch gerne den Taillenumfang. Jupiter besucht euch alle 12 Jahre. Erinnert euch doch mal dran, was ihr 2012 so erlebt habt. Und schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bevor der Mai sich verabschiedet, kann es nochmal unruhig in eurer Clique werden. Vielleicht kommt jemand mit einer alten Geschichte, die euch schon immer ziemlich getriggert hat. Achtet auch darauf, dass ihr euch beim Sport nicht verletzt, besonders rund um den 29. Mai. Nehmt euch dann einfach mehr Ruhe und Zeit für eure Vorhaben. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr mitfühlenden Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Der Mai bringt nicht nur jede Menge Zeit für Entspannung und Genuss, sondern auch einen der größten kosmischen Wechsel des Jahres. Glücksplanet Jupiter wechselt in euer Nachbarzeichen Zwillinge und macht euch damit für die nächsten 12 Monate zu den großen Schamanen und weisen Frauen des Tierkreises. Das schauen wir uns gleich genauer an, doch vorher habe ich noch spannende Neuigkeiten für euch aus meiner Sternenwerkstatt. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft,
Dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman. In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode JUPITER20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Wonnemonat Mai dreht sich viel um eure sozialen Beziehungen und euren Freundeskreis. Ihr könnt die vielen Feiertage jetzt sicher mit schönen Ausflügen und Events in eurem Verein oder eurer Clique verbringen. Vielleicht seid ihr auch auf einer gemeinsamen Reise und könnt als Gruppe großartige neue Erfahrungen sammeln. Genießt die Wochen, gerade auch mit dem schönen Neumond im Stier am 8. Mai. Fest Liierte erleben dann schöne Momente mit ihrem Schatz und dem gemeinsamen Freundeskreis. Für Singles können sich über soziale Aktivitäten prickelnde Flirts ergeben oder vielleicht stellen euch Freundinnen jemanden vor, mit dem es funkt. Falls ihr euch mehr soziale Kontakte oder ein größeres Netzwerk wünscht, könnt ihr wunderbar in der Neumond-Meditation die Energie auf diesen Wunsch richten. Auch wenn es vielleicht in eurem Verein jemanden gibt, den ihr besonders spannend findet, könnte das eine gute Idee sein. Es kann auch zu Eifersuchtsmomenten in der Clique kommen. Das betrifft euch vielleicht nicht direkt, aber es stresst euch dann total, wenn der Gruppenfrieden schiefhängt und ihr anderen beim Streiten zuschauen müsst. In der zweiten Monatshälfte kommt mehr Wirbel auf und das süße Nichtstun ist leider schon wieder vorbei. Der Kosmos schiebt uns jetzt immer schneller in Richtung Luftepoche und ihr werdet spüren, wie das Tempo der Ereignisse anzieht. Bei euch ist dann im Job richtig viel los. Auf eurem Karriereweg kann es jetzt zu schicksalhaften Entscheidungen kommen, die vielleicht auch etwas mit euren Freundschaften oder Netzwerken zu tun haben. Vielleicht bekommt ihr einen Investitionstipp und ihr beschließt, spontan ein Risiko einzugehen. Bei euch gibt es auch die Gefahr, dass ihr kündigt oder euch mit den Kollegen überwerft. Trefft keine überstürzten Entscheidungen, aber seid auch ehrlich mit euch selbst. Wenn ihr euch im Beruf quält und unglücklich seid, dann ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen. Wenn ihr in den Tagen um die Monatsmitte herum einen heißen Börsentipp aus eurem Umfeld bekommt, dann solltet ihr auf jeden Fall erwägen, etwas Geld zu investieren. Denn die Sterne sind rund um den 18. Mai sehr günstig für Anlagen und Tipps, die von anderen Leuten kommen, denen ihr vertraut. Quirliger wird die Energie auf jeden Fall nach Pfingsten, wenn die Sonne am 20. Mai, also am Pfingstmontag, in das lebhafte Zeichen Zwillinge wechselt und die Grundstimmung auflockert. Und wir haben dann auch gleich am 23. Mai den Vollmond im lebenshohen Schützen, bei dem ihr euch super mit Gesundheitsthemen, Fitnessprogrammen oder neuen Prozessen im Büro beschäftigen könnt. Mit dem Vollmond beginnt eine sehr intuitive Phase. In der Liebe kann es ab dem 23. Mai stiller werden oder ihr schwärmt heimlich für jemanden, denn dann wechselt Liebesgöttin Venus in euren Lebensbereich für Träume und Fantasie. Glücksplanet Jupiter folgt ihr dann am 26. Mai und das ist eine große Sache, weil der Expansionsplanet ein Jahr eure schamanische und intuitive Seite fördert. Euer Gespür für Menschen und Energien wird noch feiner und es kann sein, dass ihr in der Phase mehr Schlaf und Rückzug braucht. Es wird auf jeden Fall eine super Zeit für euch, wenn ihr bereits spirituell arbeitet oder das schon immer mal ausprobieren wolltet. Euer Draht zum Universum wird jetzt aktiver und vielleicht sind auch metaphysische Themen jetzt plötzlich interessant. Zum Monatsende kann es leider zu Konflikten in euren Jobs oder eurem öffentlichen Auftreten kommen. Ihr könntet auch mit schmerzhaften Themen konfrontiert werden, die euch wütend machen oder triggern. Hier tut ihr gut daran, Rat und Unterstützung aus eurem Freundeskreis zu holen. Vielleicht habt ihr oder jemand anderes einen wahren Geistesblitz, der euch dabei hilft, eine Lösung zu finden. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr majestätischen Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Der Mai bringt euch nicht nur viel Energie und Kraft, auch Eifersucht kann ein großes Thema werden, gerade in der ersten Monatshälfte. Und im zweiten Teil haben wir dann einen der größten Energiewechsel des Jahres, wenn Glücksplanet Jupiter in die Zwillinge wechselt. Und das wird euch richtig gut gefallen.
Das schauen wir uns gleich näher an. Und um Jupiter und wie er euch Glück bringen kann, geht es auch in meinem neuesten Produkt. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman. In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode Jupiter20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Liebe, Drama, Eifersucht, Fernweh und Erfolg. Im Mai ist alles davon geboten. Wir beginnen den Monat mit einer sehr leidenschaftlichen, aber eben auch eifersüchtigen Energie. Ihr solltet in der Arbeit nicht zu sehr flirten und mit Kollegen schäkern. Das kann zu Hause zu hitzigen Diskussionen führen. Versucht, professionell zu sein. Für eure Karriere haben wir einen super wichtigen Neumond am 8. Mai im beharrlichen Stier. Der kann die Berufung eurer Seele aktivieren und euch neue Ideen zuflüstern. Konzentriert euch darauf und lenkt die starke kosmische Energie in eure Erfolgsprojekte. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Versucht, euch professionell zu verhalten. Für eure Karriere haben wir einen super wichtigen Neumond am 8. Mai im beharrlichen Stier. Der kann die Berufung eurer Seele aktivieren und euch neue Ideen zuflüstern. Konzentriert euch darauf und lenkt die starke kosmische Energie in eure Erfolgsprojekte. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Versucht, euch in einer Meditation zum Neumond auf eure Ziele zu konzentrieren. Was wollt ihr im Leben erreichen? Definiert Ziele, schreibt sie auf und versucht sie nach einem System, wie zum Beispiel der SMART-Methode, ganz konkret fassbar zu machen. Ihr seid wortgewandt und habt viel Power. Wenn ihr bei den vielen Feiertagen im Monat reist oder zumindest ein spannendes kulturelles Fest besucht, dann könntet ihr hier wichtige Eingebungen erhalten, die euch vielleicht auch beruflich weiterbringen. In der zweiten Monatshälfte bekommen wir einen großen Schub Richtung Luftepoche. Besonders spannend wird die Zeit um Pfingsten. Rund um den 18. Mai könntet ihr mit neuen Technologien der Luftepoche in Berührung kommen, wie zum Beispiel Kryptowährungen oder Investitionsideen. Wichtig ist, euch gut mit solchen Themen zu beschäftigen und keine unüberlegten Entscheidungen zu treffen. Auch könnte euch jemand ein spontanes Jobangebot machen. Lasst euch auch hier nicht zu leichtfertigen Entscheidungen hinreißen, die langfristige Auswirkungen haben. Wichtige berufliche Termine legt ihr am besten vor die Pfingsttage. Das ist für euch die bessere Phase im Monat, wenn es um eure Karriere geht. Am Pfingstmontag, den 20. Mai, wechselt die Sonne dann in die kommunikativen Zwillinge und aktiviert den Freundschaftsbereich in eurem Horoskop. Das wird eine schöne Zeit für euch. Ihr mögt ja die luftige Energie der Zwillinge meist sehr. Und auch der Vollmond am 23. Mai im abenteuerlustigen Schützen steht großartig für euch. Er aktiviert euer inneres Feuer und macht euch charmant und optimistisch. Eine tolle Phase, um auf ein Date zu gehen oder mit dem oder der Liebsten etwas Schönes zu unternehmen. Am gleichen Tag verlässt auch Liebesgöttin Venus euren Berufsbereich und belebt für die nächsten 3 Wochen eure Freundschaften und euer soziales Leben mit ihrem Charme. Das große Highlight haben wir dann am 26. Mai, wenn Glücksplanet Jupiter in die Zwillinge wechselt. Er bringt euch für 12 Monate Chancen und neue Perspektiven in eurem Lebensbereich für Vereine und Freundschaften, aber auch für Politik und soziales Engagement. Davor war er 1 Jahr im Stier in eurem Karrierebereich. Das hat euch wahrscheinlich ein großes Stück auf eurer Karriereleiter nach oben gebracht, war aber wahrscheinlich auch anstrengend. Jetzt geht es für euch darum, dass sich euer Freundeskreis und euer Netzwerk erweitern. Jupiter steht jetzt 1 Jahr lang sehr günstig zum Löwezeichen und eure Begeisterungsfähigkeit und euer großes Herz werden sich im Licht Jupiters pudelwohl fühlen. Vielleicht beschließt ihr auch, euch mehr für euren Ort zu engagieren oder ihr kandidiert für ein politisches Amt. Das kann ich mir bei euch auch sehr gut vorstellen. Oder überlegt doch mal, ob ihr nicht als Mentor oder Mentorin andere an eurer Erfahrung und Expertise teilhaben lassen wollt. Trotz viel Optimismus kann es die letzten Mai-Tage nochmal ungemütlich werden. Euer Schatz könnte das Eifersuchtsthema von Anfang Mai auf den Tisch bringen.
dann solltet ihr nicht ungeduldig drüber hinweggehen, sondern Verständnis zeigen. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr tüchtigen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Seid ihr bereit, beruflich über euch selbst hinauszuwachsen und ganz neue Wege zu gehen? Glücksplanet Jupiter wird ab Mai für ein Jahr lang eure Karriere mächtig befeuern und euch zu ganz neuen Höhen führen. Auch in der Liebe entwickelt sich jetzt vieles weiter. Das schauen wir uns gleich näher an. Falls ihr wissen wollt, was Jupiter noch alles für euch tun kann, interessiert euch vielleicht mein neuestes Produkt. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman. In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode JUPITER20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Mai haben wir viele Feiertage und ich hoffe, ihr könnt reisen und neue Eindrücke gewinnen. Das entspricht euch sehr. Euer Wissensdurst wird mit neuen Erlebnissen gestillt und es ist sogar gut möglich, dass ihr einen Urlaubsflirt findet. Auch finanzielle Chancen könnten sich ergeben. Vielleicht erhaltet ihr ein unerwartetes Jobangebot oder werdet von jemandem beauftragt, den ihr auf einer Vernissage oder bei einer Weiterbildung kennenlernt. Es könnte nur ein bisschen schwierig werden, euer Bedürfnis nach neuen Impulsen und die Verpflichtungen im Alltag unter einen Hut zu bekommen, besonders in den ersten Maitagen. Der Neumond im erdverbundenen Stier am 8. Mai steht super günstig für euch. Versucht, euch in einer Meditation auf euer persönliches Wachstum und auf die Manifestation höherer Ziele zu konzentrieren. Die Monatsmitte ist eine tolle Zeit für euch mit vielen guten Geldaspekten, die ein gewisses Maß an Spontaneität von euch fordern. Ihr gehört zu denjenigen, die hier ruhig ein kleines Risiko eingehen können. Oder ihr versucht es einfach mal mit Lotto spielen. Auch in euren Beziehungen und in den Bereichen, wo es um Verbindlichkeiten geht, kann es jetzt zu spannenden Entwicklungen kommen. Vielleicht werdet ihr jetzt mutig, um in eurer Partnerschaft einen Schritt weiter zu gehen. Vielleicht wird eine bestehende Beziehung ernster, weil ihr beschließt, zusammenzuziehen. Es kann aber auch sein, dass ihr euch von etwas trennen müsst, wie zum Beispiel von einem Bauvorhaben oder einer anderen Verpflichtung. Geht mit Ruhe und Methodik an solche Themen heran, egal in welche Richtung die Veränderung geht. Ab Pfingstmontag ändert sich die Energie dann grundlegend, wenn die Sonne am 20. Mai in die fröhlichen Zwillinge wandert und damit euren Karriere- und Öffentlichkeitsbereich aktiviert. Da kann es gut sein, dass euer Urlaub dann wieder vorbei ist und ihr beruflich stark gefordert seid. Stürzt euch hinein, ihr könnt jetzt sehr produktiv sein und wichtige Fortschritte machen. Und wenn ihr ehrlich seid, ohne ein ordentliches Pensum an Arbeit fühlt ihr euch schnell unterfordert. Dass aber auch eure Familie und eure Heimat Anspruch auf euch und eure Zeit erheben, davon erzählt der Vollmond am 23. Mai im Schützen. Die Tage rund um den Vollmond können recht anstrengend sein. Die Familie und die Arbeit fordern euch voll und keiner hat so richtig Verständnis für eure Bedürfnisse. Redet mal mit eurem Schatz darüber. Wahrscheinlich ist er durchaus bereit, euch den Rücken freizuhalten, zum Beispiel, damit ihr eine schöne Meditation abhalten könnt. Am Tag des Vollmonds wechselt Liebesgöttin Venus in euren Karrierebereich und unterstützt euch dort. Sie hilft euch, Termine mit größtmöglichen Gewinnen zu erringen, verleitet euch aber auch zu dem ein oder anderen Flirt im Büro. Am 26. Mai haben wir dann einen der großen Energiewechsel des Jahres, wenn Glücksplanet Jupiter ebenfalls in euren Karrierebereich wechselt und hier die nächsten 12 Monate ordentlich die Werbetrommel für euch rührt. Expansion, Selbstständigkeit, Beförderungen, das sind alles Potenziale, die der kosmische Optimist für euch bereithält. Allerdings auch einen Hang zur Selbstüberschätzung. Wahrscheinlicher bei euch ist allerdings, dass ihr euch übernehmt und versucht, zu viele Aufgaben gleichzeitig zu schultern. Für euch wird es wichtiger denn je, gesunde Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen, wenn es euch zu viel wird.
Unterscheidet genau, welche Aufgabe euch wirklich weiterbringt und seid realistisch darin, das damit verbundene Arbeitspensum einzuschätzen. Denn nun werden sich völlig neue berufliche Möglichkeiten für euch ergeben und mit der richtigen Einstellung könnt ihr in den nächsten Monaten die Karriereleiter Stufe für Stufe hinaufklettern. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr stilvollen Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Freut euch auf den neuen großen Transit von Wohltäter Jupiter, der für ein Jahr fantastisch für euch stehen wird. Viele Dinge, die im letzten Jahr bei euch ins Stocken geraten waren, nehmen nun wieder Fahrt auf und eure kreative und soziale Inspiration blüht auf. Wenn ihr genaueres darüber wissen wollt, was Jupiter für euch tun kann, dann ist vielleicht mein neuestes Horoskopprodukt interessant für euch. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman. In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode JUPITER20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Mai startet mit viel kosmischer Energie in eurem Partnerschaftsbereich. Hier ist den ganzen Monat über eine starke Dynamik drin, weil Krieger Mars eure Begegnungen und euren Austausch mit anderen beeinflusst. So habt ihr vielleicht mit Menschen zu tun, die euch aufregen und das ist dann mal spannend und prickelnd, mal aber auch anstrengend. Wenn ihr flirtet, kann es sein, dass euer Gegenüber euch stichelt und provoziert, weil er euch eigentlich mag und aus der Reserve locken will. Da müsst ihr dann schauen, was für euch geht und was nicht. Falls es bei beruflichen Treffen oder geselligen Gelegenheiten hitzige Diskussionen gibt, solltet ihr innerlich die Ruhe bewahren. Gegebenenfalls hilft euch die 90-Sekunden-Regel, in eurer Mitte zu bleiben. Andererseits trefft ihr nun aber auch auf Menschen, die Dinge in Gang bringen und vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt euer Leben ein bisschen aufmischen, damit es vorangeht. Der Neumond am 8. Mai im Stier beleuchtet eure festen Partnerschaften und auch sonstige Verbindlichkeiten und Verträge, die ihr am Laufen habt. Durch Menschen, mit denen ihr Verträge oder Bindungen habt, kann nun Geld hereinkommen. Die Zeitqualität ist gut geeignet für eine Meditation über gemeinsame Werte und Verpflichtungen, die ihr mit anderen habt und was ihr euch davon erwartet und erhofft. Ihr dürft hier noch bis zum 25. Mai mit positiven Finanzüberraschungen rechnen. Vielleicht gelingt euch eine gemeinsame tolle Anschaffung mit eurem Schatz oder ihr erhaltet eine unerwartete Ausschüttung oder sogar eine Erbschaft. Vielleicht geht es aber auch darum, mit einem besonderen Menschen nun verbindlicher zu werden und zum Beispiel endlich zusammenzuziehen. Ab Pfingstmontag, den 20. Mai, könnt ihr die Segel hissen, um den kosmischen Rückenwind einzufangen, der dann aufkommt. Zunächst beginnt an dem Tag die Zwillinge-Saison, eine für euch sehr angenehme Energie mit vielen geselligen Gelegenheiten, die eure soziale Ader aufblühen lässt. Am 23. Mai mit dem Vollmond im Schützen wechselt auch eure Herrscherin Venus in die Zwillinge und lässt für 3 Wochen euren Charme aufblühen. Sie schenkt euch Flirtchancen ebenso wie Inspirationen für euer soziales Leben und auch, falls ihr verreisen und neue Menschen treffen wollt. Der Vollmond steht prächtig für euch und regt euch an, über neue Perspektiven im Leben nachzudenken, vor allem, was ihr Neues lernen und noch von der Welt sehen wollt. Und genau dieser Bereich wird dann auch von Jupiter angeregt, wenn er am 26. Mai in die Zwillinge geht. Für ein ganzes Jahr schenkt der große Wohltäter euch dann aufbauende Impulse. War euch zuletzt die Heiterkeit und Lebensfreude ein bisschen abhanden gekommen? Dann wird sie jetzt wieder aufleben. Wart ihr vielleicht ein bisschen erschöpft und uninspiriert? Dann kehrt jetzt euer Esprit wieder zurück. Ihr seht die positiven Seiten des Lebens und ihr spürt, wie ihr gedanklich aus dem Vollen schöpft. Wenn ihr im September Geburtstag habt, spürt ihr Ende Mai besonders deutlich, wie eure kreativen Kräfte angeregt werden und vielleicht bringen euch eure künstlerischen Werke sogar finanziellen Gewinn. Einige von euch werden jetzt sicher auch tolle Zeiten in der Liebe erleben, zum Beispiel mit einer heißen neuen Romanze, die euch ungeheuer inspiriert.
In den letzten Maitagen kann es allerdings noch den ein oder anderen Wermutstropfen geben, zum Beispiel weil jemand, der euch wichtig ist, erkrankt oder Probleme hat und Hilfe sucht. Lasst euch nicht zweimal bitten. Wo ihr euch jetzt einsetzt, kann Heilung stattfinden. Und jemand, dem ihr jetzt helft, wird euch das nie vergessen. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr unwiderstehlichen Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Habt ihr in den letzten 12 Monaten jemand Tolles Neues kennengelernt und euch vielleicht ein bisschen verliebt? Dann könnte es jetzt ernst werden. Auch haben wir einen wichtigen Beziehungsneumond für euch, der allen Singles Großes verspricht. Bevor wir uns das alles näher anschauen, gibt es auch noch spannende Neuigkeiten aus meiner Sternenwerkstatt. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman. In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode JUPITER20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats liegt erstmal eine gute Prise Eifersucht in der Luft. Es kann ordentlich Spannungen mit eurem Schatz geben, besonders wenn es um eure Familie geht. Vielleicht geratet ihr euch wegen der Erziehung eurer Kinder in die Wolle und es fällt euch schwerer als sonst, eine gemeinsame Linie zu finden. Versucht, kompromissbereit und offen zu bleiben. Je mehr wir uns Richtung Neumond am 8. Mai bewegen, desto entspannter werden wieder alle Seiten. Der Neumond in eurem Partnerhaus Stier ist super wichtig, wenn es um eure Beziehungen geht. Egal, ob ihr Single und auf der Suche seid oder ob ihr in einer bestehenden Partnerschaft etwas verbessern wollt. Ihr könnt euch in einer Meditation mit dem Neumond verbinden, um eure diesbezüglichen Wünsche tiefer wahrzunehmen. Das Gleiche gilt auch für Freundschaften oder enge Kollegen, die euch wichtig sind. Wie wäre es mit dieser Idee? Schreibt die Situation auf, wie sie sein soll, und lest euch diesen Brief einen Mondzyklus lang, morgens und abends durch. Danach vergrabt ihr den Zettel im Garten, auf eurem Balkon oder im Park und lasst dadurch eure Wünsche frei. Rund um den 18. Mai wird es super spannend. Die Luft knistert und es liegen Flirt und Liebe in der Luft. Aber ihr habt auch super Geldaspekte für Investitionen und neue Projekte. Die Liierten unter euch könnten sich aber auch aus dem Nichts heraus mit ihrem Schatz streiten und plötzlich über eine Trennung nachdenken. Achtet hier gut auf eure Beziehungen und handelt nicht leichtfertig aus Trotz oder einer Laune heraus. Am Pfingstmontag, den 20. Mai, wechselt die Sonne in die fröhlichen Zwillinge und aktiviert damit euren Bereich für Verträge und Verbindlichkeiten. Schon kurz danach, am 23., haben wir den Vollmond in eurem Nachbarhaus Schütze und ihr macht euch vielleicht Gedanken über das Investitionsthema, was euch schon vor Pfingsten beschäftigt hat. Ihr werdet euch vielleicht jetzt erstmal schlau machen, wie man richtig investiert und euch ein Grundwissen aneignen, bevor ihr wirklich Geld in die Hand nehmt. Vielleicht wäre auch die Finanzastrologie ein Thema für euch. Gleichzeitig ist der Vollmond ein super Zeitpunkt, um eine Fastenkur zu beginnen oder ein neues Sportprogramm. Ihr habt kosmischen Rückenwind. Glücksplanet Jupiter wechselt dann am 26. Mai in euren Lebensbereich für Verbindlichkeiten und Verträge und das bringt euch interessante neue Ideen und Gedankengänge. Ihr wollt euch jetzt mehr festlegen als vorher und vielleicht die erste gemeinsame Wohnung beziehen. Oder ihr erhaltet eine unerwartete Erbschaft und habt dann alle Hände voll zu tun. Auch wird es in den nächsten 12 Monaten in der Liebe sehr prickelnd. Wundert euch nicht, wenn ihr Lust bekommt, euch erotisch neu zu erfinden. Wenn ihr einen festen Partner habt, mit dem ihr das gemeinsam ausleben könnt, umso besser. Auch könnte es sein, dass ihr euch dafür entscheidet, seelischen Problemen auf den Grund zu gehen und vielleicht eine Therapie anzutreten, wozu ihr lange nicht den Mut hattet. Das Glück ist auf jeden Fall auf eurer Seite. In den letzten Maitagen kann es dann allerdings nochmal recht stressig für euch werden und ihr müsst beim Sport und im Alltag mehr als sonst darauf achten, euch nicht zu verletzen. Auch das Eifersuchtsthema vom Monatsbeginn kann nochmal aufflammen.
Seid geduldig mit euch und mit eurem Schatz und malt euch eure gemeinsame Zukunft in den schönsten Farben aus. Ihr habt jetzt besonders originelle Ideen, was ihr gemeinsam unternehmen könntet. Fangt gleich damit an, denn damit schafft ihr gemeinsame Erinnerungen, die die Beziehung festigen. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr lebensfrohen Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Euch erwartet ein großartiger Monat. Wir haben nicht nur den für euch wichtigsten Vollmond des Jahres im Schützen, auch Jupiter wechselt in euer Partnerhaus Zwillinge und das bedeutet für euch Liebe, Flirt und aufregende neue Bekanntschaften. Ihr seid ja die Glückskinder des Tierkreises, die vom optimistischen Jupiter beherrscht werden. Und um ihn geht es auch in meinem neuesten Produkt. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman. In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode JUPITER20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Mai beginnt für euch mit viel Energie und guter Laune und wahrscheinlich seid ihr ständig auf Achse. So schön es auch für euch ist, voller Power zu sein, müsst ihr gerade in den ersten Maitagen ein bisschen aufpassen mit euren Worten. Ihr könntet jetzt leicht jemanden vor den Kopf stoßen, auch wenn ihr das gar nicht wollt. Dass ihr neben den vielen Unternehmungen auch noch Verpflichtungen im Alltag habt, davon erzählt uns der Neumond im bodenständigen Stier am 8. Mai. Falls ihr neue Routinen in eurem Büro oder auch bei eurer Gesundheit einführen wollt, dann ist das der perfekte Zeitpunkt dafür. Geht in einer Meditation zum Neumond euren Tagesablauf durch und überlegt euch, was ihr gerne anders machen wollt und setzt euch ambitionierte, aber realistische Ziele. Arbeitet vielleicht mal mit einem Vision Board, falls ihr das noch nie ausprobiert habt. Euer tägliches Leben wird im Mai sicher so einige Überraschungen für euch bereithalten. Gerade die Wochen vor Pfingsten könnten euren Alltag durcheinanderwirbeln. Vielleicht sollten eure Kinder eigentlich in den Pfingstferien verreisen und das fällt nun aus und ihr müsst improvisieren. Oder ein Kreativworkshop verschiebt sich kurzfristig und ihr müsst neu organisieren. Egal was los ist, lasst euch nicht stressen oder frustrieren. Auch wenn ihr genervt seid, versucht euer Temperament im Zaum zu halten und lasst euch nicht zu überstürzten Aussagen hinreißen. Gerade wenn es um eure Partner geht, seid achtsam miteinander. Am 20. Mai wechselt dann die Sonne in euer Partnerhaus Zwillinge und lenkt den kosmischen Fokus auf eure Beziehungen und die wichtigen Menschen in eurem Leben. Hier geht es dann natürlich um die Romantik, aber genauso um wichtige Freunde oder enge Kollegen. 3 Tage später, am 23. Mai, haben wir dann auch euren persönlichen Vollmond im Zeichen Schütze. Das gibt euch einen großartigen Energieboost und ihr habt sehr viel Ausstrahlung. Wichtige Termine solltet ihr, wenn möglich, rund um diesen Tag legen. Gleichzeitig wechselt auch Liebesgöttin Venus in euer Partnerhaus und verspricht euch für die nächsten Wochen super Flirts, tolle Gespräche und auch finanziell könntet ihr Angebote erhalten. Der 26. Mai bringt dann einen der großen Wechsel des Jahres. Dann wechselt euer Herrscher, Glücksplanet Jupiter, in die Zwillinge und beeinflusst von hier aus 12 Monate lang eure Beziehungen positiv. Ihr werdet sicherlich neue Leute kennenlernen. Singles, die auf der Suche sind, werden viel Glück beim Flirten und Verlieben haben. Und auch die Liierten unter euch können tolle neue Kontakte knüpfen und wichtige Menschen finden. Ein bisschen achten müsst ihr nur darauf, euch nicht Hals über Kopf in eine neue Sache zu stürzen. Der schöne Schein kann nämlich unter dem Einfluss von Jupiter auch trügen. Denkt am besten an meine 90-Tage-Regel, bevor ihr weitreichende Entscheidungen mit einem neuen Menschen oder einem neuen Job trefft. Ansonsten wird das eine wunderschöne Zeit für euch und euer Sozialleben. Bevor der Mai sich auch schon wieder verabschiedet, kann es sein, dass nochmal ein paar hakelige Tage am Monatsende kommen, gerade mit euren Kindern oder anderen jüngeren Menschen in eurem Leben. Frust und Streit über Themen, die zu Beginn des Monats schon mal präsent waren, könnten jetzt nochmal aufflammen und dann seid ihr schnell gereizt. Versucht trotzdem kompromissbereit zu bleiben
und euer Gegenüber ernst zu nehmen, dann wird alles gut über die Bühne gehen. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Ihr segelt mit kosmischem Rückenwind in den Mai. Nutzt die vielen Feiertage für eure Herzensprojekte und tut alles, was eure Lebensfreude stärkt. Dies sind die letzten Wochen mit dem für euch günstigen Jupiter im Stier, bevor der Glücksplanet ins Luftzeichen Zwillinge abhebt. Ob er euch auch von dort aus gute Gelegenheiten schenkt, darüber könnt ihr ganz viel in meinem neuesten Horoskopprodukt erfahren. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman. In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode Jupiter20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Mit der Venus und der Sonne im sinnlichen Stier dürftet ihr euch zu Beginn des Monats pudelwohl fühlen. Nutzt doch die vielen Feiertage für Kreativprojekte. Und falls ihr gerade verliebt oder in einer schönen Beziehung seid, freut euch auf kuschelige Stunden zu zweit. Der Neumond im Stier am 8. Mai stärkt eure Lebensfreude und ist ideal, um euch Gedanken über eure Herzenswünsche zu machen. Solltet ihr beruflich viel zu tun haben, schaut trotzdem, dass ihr Qualitätszeit mit lieben Menschen oder auch mit euch selbst verbringen könnt. Die Singles unter euch haben exzellente Chancen, prickelnde neue Bekanntschaften zu machen. Zum Beispiel beim Feiern, beim Sport oder wenn ihr mit eurem Hund spazieren geht. Tut Dinge, die euch Freude machen und die euch unter Menschen bringen und ihr trefft tolle Leute. Es kann allerdings sein, dass ihr auf einmal gefordert seid, euch um eine Familienangelegenheit zu kümmern. Besonders in der zweiten Monatshälfte scheint es hier deutlichen Bedarf zu geben. Familienmitglieder könnten eure Hilfe brauchen. Denkbar wäre, dass ihr euch zu Pfingsten etwas Persönliches vorgenommen habt, das aber aufgeben müsst, um euch in eurem Heim und in der Familie einzusetzen. Mit Mars im Widder, der quer zum Steinbock steht, könntet ihr dazu neigen, die Geduld zu verlieren, wenn sich Dinge komplexer gestalten oder mehr Zeit erfordern als gedacht. Möglich ist auch, dass die Männer in eurem Haushalt oder auch ein Vermieter oder Mieter euch Schwierigkeiten bereiten. Übt auf jeden Fall die 90-Sekunden-Regel. Die hilft euch, in eurer Mitte zu bleiben und Probleme sachlich zu klären. Es scheint was Wichtiges zu sein. Deshalb gebt alles, um den Hausfrieden zu erhalten und eure Aufgabe zu erfüllen. Gleichzeitig versprechen die Sterne vom 15. bis zum 23. Mai positive finanzielle Überraschungen. In dieser Zeit lohnt es sich, euer Lottoglück zu versuchen oder bei anderen Gewinnspielen mitzumachen. Und falls ihr etwas von Börsenspekulation versteht, könnt ihr damit sehr erfolgreich sein. Am Pfingstmontag, den 20. Mai, wechselt die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge und aktiviert dann für die kommenden Wochen den Bereich eures Joballtags und der Gesundheit. Der Vollmond im Schützen am 23. Mai beleuchtet zusätzlich den Bereich eurer körperlichen und seelischen Heilung. Es könnte sein, dass ihr rund um diesen Vollmond richtig viel zu tun und zu organisieren habt. Vielleicht könnt ihr euch ja trotzdem Zeit für eine Meditation nehmen und darüber nachdenken, ob euch eure Alltags- und Gesundheitsroutinen gut tun oder ob ihr hier gerne etwas ändern würdet. Mit dem Vollmond wechselt auch die Venus in die Zwillinge und bringt für 3 Wochen Charme und Geselligkeit in euren Berufsalltag. Oder auch die Chance, mit jemandem aus dem Gesundheitswesen zu flirten. Ihr werdet ein angenehmes Einvernehmen mit euren Kolleginnen haben. Achtet rund um den Vollmond gut auf das, was sich in eurem Leben zeigt, denn diese Themen werden ab dem 26. Mai für die nächsten 12 Monate von Jupiter aktiviert. Er bringt Verbesserungen, neue Abläufe und Zukunftsentwicklungen an euren Arbeitsplatz. Viele Dinge werden sich hier beschleunigen und es zeigen sich neue Perspektiven, zum Beispiel die Möglichkeit für eine berufliche Fortbildung. Auch gesundheitliche Fortschritte sind möglich. In den letzten Tagen des Monats könnte für einige von euch das Familienthema nochmal auf den Tisch kommen und euch ziemlich viel Geduld und persönlichen Einsatz abverlangen. Vielleicht ärgert ihr euch,
dass ihr eine Verantwortung für etwas übernehmen müsst, was andere sich eingebrockt haben. Versucht, eine gute Lösung zu finden, denn dadurch kann die Sache sogar geheilt werden. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten, Gastgeber von Pluto und Agenten der Zukunft. Freut euch auf den großen neuen Jupiter-Transit, denn er bringt euch für ein Jahr kosmischen Rückenwind und hilft euch auch dabei, die Herausforderungen von Transformator Pluto erfolgreich zu meistern. Genaueres dazu erfahrt ihr auch in meinem neuesten Produkt aus meiner Sternenwerkstatt. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman. In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode JUPITER20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Monat beginnt sehr dynamisch für euer soziales Leben. Falls ihr beruflich mit Fortbildung oder Beratung zu tun habt, ist hier viel los. Interessante neue Klienten finden den Weg zu euch und was ihr zu sagen habt, hat einen großen Einfluss. Oder ihr trefft Menschen, die euch geistig inspirieren, um nicht zu sagen herausfordern. Aber das bringt spannende neue Impulse, also lasst euch ruhig drauf ein. Viel kosmische Energie geht auch in euren Heimatbereich. Vielleicht habt ihr an den vielen Mai-Feiertagen das Haus voller Gäste. Auch Familienaktivitäten würden unter guten Sternen stehen. In den ersten Tagen des Monats kann es allerdings zu Spannungen mit Töchtern oder Mitbewohnerinnen kommen, aber das ist nur eine vorübergehende Phase. Alles in allem ist der Zusammenhalt gut. All diese Familienthemen werden vom Neumond im Stier am 8. Mai aktiviert. Er eignet sich gut, um darüber nachzudenken, wie zufrieden ihr mit eurer Wohn- oder Familiensituation seid und ob ihr hier noch etwas ändern möchtet. Besonders für die Geburtstagskinder der dritten Dekade gibt es hier wahrscheinlich noch einiges zu tun. Für die der ersten Dekade gilt, achtet in der Zeit vom 15. bis zum 20. Mai darauf, dass keine verletzenden Worte fallen. In diesen Tagen könnten die Argumente ein wenig unter die Gürtellinie gehen. Für euch alle gilt, vom 15. bis 23. Mai können sich positive finanzielle Überraschungen ergeben. Zum Beispiel eine unerwartete Zuwendung seitens der Familie. Oder es gelingt euch, eine gemeinsame Anschaffung für euer Heim zum Schnäppchenpreis zu ergattern. Wenn euch der ganze Trubel bei euch zu Hause aber doch ein bisschen zu viel wird, dann freut euch auf die Zeit ab Pfingsten, wenn die versammelte Planetenmannschaft langsam weiter in die Zwillinge wandert und mehr Leichtigkeit aufkommt. Am Pfingstmontag, den 20. Mai, geht zunächst die Sonne in die Zwillinge und aktiviert damit den Bereich eurer Vitalität und Lebensfreude. Das nächste Highlight ist dann der Vollmond im Schützen am 23. Mai. Er beleuchtet euren sozialen Kreis und eure Freundschaften und regt euch auch geistig an. Ihr seid offen für Neues und voller Ideen. Falls ihr gern ein Vollmondritual abhaltet, arbeitet mit Affirmationen und schreibt auf, was euch wichtig ist. Und noch was ist toll für euch. Am Tag des Vollmonds wandert Liebesgöttin Venus in die Zwillinge und bringt euch 3 Wochen mit heiteren Flirts und kreativen Inspirationen. Das gilt auch für die Festliierten. Lasst euch doch mal wieder was Schnuckeliges einfallen, um miteinander knisternde Erotik zu erleben. Nur 3 Tage später, am 26. Mai, betritt auch der mächtige Jupiter das Zwillingezeichen. Er sendet dann für ein Jahr großartige kosmische Impulse für euch, die eure Kreativität und spielerische Seite anregen. Falls ihr Nachwuchs habt, zeigt dieser Jupiter eine schöne Zeit mit euren Kindern an. Ihr habt Grund, stolz auf ihre guten Entwicklungen zu sein und ihr könnt viel von ihnen lernen. Falls ihr geistig kreativ arbeitet, erwartet euch eine wunderschöne Phase mit vielen tollen Ideen, verbunden mit der Chance, eure Kreationen auch gewinnbringend zu verkaufen. Nicht zuletzt ist es auch eine tolle Zeit, um interessante neue Leute kennenzulernen, mit denen ihr auf einer Wellenlänge liegt. Singles können gleich jetzt und bis Mitte Juni eine wundervolle und aufregende Romanze beginnen.
In den letzten Mai-Tagen haben wir einige schwierige Konstellationen mit Mars, weniger für euch selbst als vielmehr für andere. Wundert euch deshalb nicht, wenn die Leute besonders gereizt oder sogar aggressiv sind. Ihr könntet dann sehr schön helfen, eure Herzensmenschen oder Klienten zu beruhigen oder indem ihr sie einfach ablenkt und zum Lachen bringt. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr hingebungsvollen Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Der Wonnemonat Mai bringt uns nicht nur viel freie Zeit, sondern auch einen der wichtigsten Energiewechsel des Jahres. Glücksplanet Jupiter wandert in den Bereich eurer Familie und eures Heims. Wie sich das für euch auswirkt und auch was im Job so los ist und in der Liebe natürlich, das schauen wir uns gleich näher an. Doch vorher möchte ich euch noch mein neuestes Produkt aus der Sternenwerkstatt ans Herz legen. Ich freue mich riesig, euch das große neue Jupiter-Horoskop vorzustellen. Jupiters Kraft, dein Weg zu Erfolg und Erfüllung, entwickelt gemeinsam mit Astrologie-Großmeister Ray Merriman. In diesem besonderen Horoskop erfahrt ihr nicht nur eure Chancen auf Glück und Expansion, sondern auch die finanziellen Aspekte, für die Ray bekannt ist. Erwartet spannende Einblicke in Jupiters Glück und seine Herausforderungen. Das Horoskop ist verfügbar ab dem 23. Mai und bis dahin gibt es 20% Einführungsrabatt. Sichert euch jetzt schon euer Jupiter-Horoskop mit dem Rabattcode JUPITER20. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats könntet ihr in zurückgezogener Stimmung sein. Vielleicht habt ihr keine große Lust auf soziale Aktivitäten und schlaft vielleicht auch unruhig oder habt intensive Träume. Das kann ein paar Tage so gehen, ist aber nur eine vorübergehende Phase. Falls ihr eine überraschende Einladung von Nachbarn oder Freunden erhaltet, solltet ihr auf jeden Fall hingehen. Ihr werdet euch prächtig amüsieren. Gerade die Singles unter euch sollten hier keine Gelegenheit auslassen. Euch kann die Liebe jetzt im direkten Umfeld, bei Nachbarschaftsaktivitäten, beim Einkaufen oder, wenn ihr gar nicht dran denkt, begegnen. Der Neumond im kraftvollen Stier am 8. Mai aktiviert euren Wissensdurst und lenkt nochmal Energie in euer unmittelbares Umfeld. Wollt ihr etwas Neues lernen oder neue, nette Leute kennenlernen oder endlich mal die neuen Nachbarn treffen? Dann könnt ihr solche Wünsche mit der Energie des Neumonds aufladen. Aber auch falls es ein heikles Thema mit Nachbarn oder Geschwistern geben sollte, könnt ihr den Neumond nutzen, um hier mehr Klarheit und schöne Inspirationen zu bekommen. Gegen Mitte des Monats könntet ihr mit Fragen rund um euren Selbstwert konfrontiert werden. Oder es zeigt sich ein finanzielles Thema. Wenn ihr Fische-Aszendenten seid, solltet ihr in der Zeit sehr vorsichtig mit Investitionen oder Krediten sein. Eine Situation kann sich nochmal ändern, vielleicht müsst ihr auch von etwas loslassen. Überlegt euch eure Entscheidungen deswegen gut und lasst euch zu nichts drängen. Für alle Fischegeborenen, vor allem der dritten Dekade, gibt es jedoch ein paar ausgezeichnete Finanzchancen, zum Beispiel für ein schönes Schnäppchen oder einen überraschenden Gewinn. Spielt in der Woche ruhig mal Lotto. Zu Pfingsten ändert sich die Energie dann grundlegend, wenn am 20. Mai die Sonne in die fröhlichen Zwillinge wechselt. Sie aktiviert dann für 4 Wochen euren Heimat- und Familienbereich. Das kann euch aber in den ersten Tagen auch ein bisschen stressen, denn auch eure Karriere und euer öffentliches Leben stehen im Scheinwerferlicht und zwar mit dem Vollmond am 23. Mai im aktiven Schützen. Jetzt wollen wahrscheinlich alle gleichzeitig was von euch. Wichtige Meetings stehen an und auch zu Hause geht es rund. Durch den Vollmond könnt ihr euch aufgefordert fühlen, eure Lebensziele zu überdenken und zu reflektieren, ob ihr wirklich eurer wahren Berufung folgt. Die energiegeladene Atmosphäre ermutigt euch, mit Leidenschaft und Entschlossenheit euren Weg zu verfolgen, auch wenn es bedeuten kann, über Grenzen und Konventionen hinwegzugehen. Gleichzeitig wechselt auch Liebesgöttin Venus in die kommunikativen Zwillinge. Da könnten eure Töchter oder Mitbewohnerinnen mehr Redebedarf haben als sonst und das kann auch mal an den Nerven zerren. Vielleicht wollt ihr gerne eure eigenen Gedanken vom Vollmond weiter recherchieren und kommt nicht richtig dazu. Der kosmische Fokus wird aber auch in der nächsten Zeit auf eurem Heim bleiben, denn Glücksplanet Jupiter wechselt am 26. Mai ebenfalls in die Zwillinge und bringt seine Energie von Glück und Optimismus in euer Zuhause.
Vielleicht werdet ihr euch räumlich vergrößern oder auch Nachwuchs bekommen. Oder euer Heim wird zum Beispiel durch tolle neue Nachbarn bereichert. Weil Jupiter aber auch einen gewissen Hang zum Leichtsinn hat, solltet ihr alle Entscheidungen zu dem Thema gründlich überdenken und euch nicht zu spontanen Zusagen hinreißen lassen. Bevor der Monat endet, könntet ihr um den 29. Mai eine kleine Krise haben, was euren Selbstwert angeht. Lasst euch da nicht unterkriegen. Auch finanzielle Themen vom Monatsbeginn könnten sich nochmal zeigen, aber spätestens am 1. Juni ist das auch ausgestanden. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Das waren meine Gedanken zu den spannenden Konstellationen im Mai. Kommt gut in den neuen Jupiter-Transit hinein und gutes Gelingen bei euren nächsten Schritten in die Luftepoche. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen, und aktiviert das Glöckchen für die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wenn ihr beim Gewinnspiel dabei sein wollt, dann postet mir außerdem auch einen netten und konstruktiven Kommentar und erzählt mir, wie es euch mit den Sternen so geht. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch noch meine Playlist mit allen Infos und Videos zur Luftepoche. Und wichtige Infos über die Schicksalsanzeiger Mondknoten bekommt ihr in meinem Video »Ein neuer Karma-Zyklus beginnt«. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.